Kurwa, was? Dzień dobry, meine Lieben, dzień dobry. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa Liebfleisch Hammer Barbecue. Ich habe heute vor, etwas Polnisches zu machen. Im Dutch Ofen, das Nationalgericht schlechthin. Also, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Das Nationalgericht in Polen ist neben Pierogis Bigosz. Oh, ja. Bigosz aus dem Dutch Ofen. Das Tolle an Bigosz ist, jeder Haushalt macht es anders. Ja? Wichtig ist aber auf jeden Fall Sauerkraut und Weißkohl. Alles andere, na, das variiert von Familie zu Familie. No, da kannst du nichts machen. Ich benutze den großen Funkenflug. Der ist auch schon auf dem Grill. Den heize ich gleich schon vor. Der 14er, der sollte reichen. Es ist einiges. Weil, wenn du sowas machst, dann machst du das ja nicht nur für einen Tag. Und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns die ganzen Zutaten mal an. Die Zutaten, die wir für das Papa Bigosz aus dem Dutch Ofen brauchen, so nenne ich es jetzt einfach mal, sind ja schon sehr fleischlastig. Ja, aber da steht ja auch Papa liebt Fleisch. Also ist es genau das Richtige. Wir brauchen zum Beispiel Kassler, wir brauchen Krakauer Würstchen, wir brauchen Schweinefleisch, ich habe hier Gulasch und Rindergulasch. Ja. Dann brauchen wir Paprika, schon klein geschnitten. Sauerkraut, auch sehr lecker. Zwiebeln, ja, ich habe mir jetzt den Zwiebelomat gekauft. Zack, drauf, hast ihn klein gehackt, finde ich super, brauche ich nicht mehr heulen. Dann brauchen wir eine Rinderbrühe, ja, ich nehme die hier aus dem Glas, hatte jetzt keine Lust, neue zu kochen. Dann natürlich Tomatenmark, extra aus dem Polska-Markt gekauft. So, Paprika, Pulver, das ist jetzt Süßes. Wenn ihr Scharfes haben wollt, nehmt ihr Scharfes, ja, dann vielleicht ein bisschen weniger. Hier, Blättern, Wacholderbeeren und schwarzer Pfeffer, hier schon drin. Die Zutaten, wie viel und überhaupt, ja, findet ihr auf meiner Webseite papaliebfleisch.de. Da ist noch mehr zu entdecken, zum Beispiel auch meine Partnerseite mit richtig tollen Rabattcodes. Einfach mal vorbeischauen, ja. So, und wir brauchen Salz. Und den Ömmes hier, ein Weißkohl. Ja? Den schneiden wir jetzt als erstes klein. Hier ist der Weißkohl. Da machen wir jetzt erstmal die oberen Blätter ab und schneiden den gleich klein. Lass den Schrung ruhig dran, der stört uns nicht. Und jetzt einmal mit einem scharfen Messer. Zack. Und zack. Jetzt schön klein schneiden, so in Streifen. Ich glaube, das Prinzip sollte klar sein. Hier ist jetzt das Weißkraut klein geschnitten. So sollte es aussehen. Wenn das jemand ein bisschen feiner haben möchte, muss das feiner schneiden. Kommen wir zum Fleisch. Da zack, haben wir Kassler. Um die Krakauer kümmern wir uns gleich. Ich nehme jetzt erstmal ein Stückchen Kassler. Ja, im Nachhinein werde ich dann auch gleich nochmal ein zweites Stück nehmen. Ich bin übrigens gerade am Nachvertonen, weil irgendwas mit dem Ton nicht funktioniert hat. Fleisch, wie ihr seht, müssen wir jetzt in kleine Scheiben schneiden. Wer hätte das gedacht? Und dann in Streifen. So, zack, zack, zack. Das geht natürlich alles super mit so einem schönen scharfen Messer. Und dann in mundgerechte kleine Stückchen. Zack. Fertig. Das machen wir mit dem Ganzen. Das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, ne? Kümmern wir uns um die Krakauer. Die liegen jetzt hier so niedlich. Ja, legen wir einmal kurz zur Seite. Schnappen uns eine und richtig in kleine Stücke schneiden. Na, da wird einer abhauen. Hier geblieben. Und das machen wir natürlich mit den ganzen Würstchen. Hier seht ihr jetzt nochmal alle Zutaten, so mehr oder weniger. Da ist nochmal das Gulasch, ja, Rind und Schwein. Dann kommen wir zu den
Paprika, da ist das Sauerkraut, die Zwiebeln seht ihr nicht. Da ist Kassler. Ich habe jetzt das ganze Stück Kassler genommen, also sprich 1 Kilo. Und auch noch hier Weißkraut oder Weißkohl. Ein ordentlicher Haufen. Und die Krakauer. Natürlich muss ich probieren. So, das geht jetzt alles ab in den Dutch-Ofen. Kommt mal mit. Als erstes habe ich hier schon mal das Gulasch, Schwein und Rind in den Dutch-Ofen reingeworfen, begeben. No Kurve, wie sagt man, ich weiß es nicht. Jetzt kommt das restliche Fleisch hinzu. Ja? Also erstmal ruhig das Gulasch ein bisschen anbrutzeln lassen. Und jetzt Kassler und die Krakauer hinzu. Einmal kräftig umrühren. Und auch die lassen wir jetzt erstmal etwas anschmoren. Damit jetzt schon mal ein bisschen Geschmack an die ganze Sache kommt, kommen jetzt die Zwiebeln. Noch nie so gerne Zwiebeln klein gemacht wie jetzt mit dem Dingen. So. Verrühren wir. Und lassen das einmal so ein bisschen mit durchziehen erstmal, ne? Jetzt kommt die Paprika noch hinzu. Auch einmal verrühren. Nochmal den Deckel drauf. Ein bisschen ziehen lassen. Und dann kommt der Rest drauf. Jetzt geben wir mal ein bisschen Salz hinzu. Ja, bei der Menge an Fleisch und Wurst darf das ruhig ein bisschen mehr sein. Das waren jetzt so gute 2 Teelöffel, 2,5 Teelöffel. So, verrühren. Und jetzt schnappen wir uns auch schon die anderen Gewürze. Und zwar Lorbeer, Wacholder und Pfeffer. Zack, rein damit. Verrühren. Deckel noch mal drauf und gleich kommt das ganze Krautzeug rein. Jetzt kommt der Weißkohl hier hinzu. Zack, Ränder mit. Viele kochen den Weißkohl auch vor, dann ist er ein bisschen weicher. Da ich den Topf gleich sowieso locker noch mal 2 Stunden hier auf kleiner Flamme stehen lasse, spare ich mir das. Natürlich wieder den Deckel drauf. Und erstmal ein paar Minuten blubbern lassen. Fast ganz zum Schluss das Sauerkraut. Ah, so. Mein Gott, das sieht schon jetzt schon gut aus. Aber was meint er erstmal, wie das nachher gut aussehen wird? So, sind noch nicht fertig. Jetzt hauen wir schön Tomatenmark. Weil er gerne Tomaten mag. Der war gut. Ja, Flachwitz-Alarm, ja. Verrühren. Und zwar gut verrühren. Wenn ihr alles gut verrührt habt, gebt ihr noch die Rinderbrühe dazu. Ruhig natürlich noch ein bisschen mehr. Und dann Deckel drauf. Und erstmal bei kleiner Flamme schön 2 Stunden lang blubbern lassen. Das ist es erstmal, ja. Alle Zutaten sind jetzt im Dutch-Ofen drin. Ich habe den direkt unter dem Dutch, den Brenner, habe ich auf kleinste Stufe gedreht. Alle anderen Brenner sind aus. Ich warte jetzt, ich sag mal, gute 2 Stunden brauche es. Kleiner Tipp, schaut zwischendurch immer mal wieder rein, schaut nach der Flüssigkeit. Nicht, dass es auf einmal trocken wird, ja, dann brennt es euch an. Ich empfehle dann immer noch mal mit Gemüsebrühe oder halt auch mit Rinderbrühe noch mal ein bisschen ablöschen, noch mal ein bisschen dazugeben, ja, damit es euch einfach noch nicht anbrennt. Stellt immer einen kleinen
Bottich an Brühe einfach daneben und so alle halbe Stunde mal reinschauen. Essen ist fertig. Ja, ich habe es hier schon auf meinen Teller drauf. Wollt ihr das sehen? Dann kommt mal kurz näher ran. Das sieht doch wohl gut aus, oder? Na, also wenn das auch so schmeckt, wie es aussieht. Wir testen das mal. Das Fleisch ist auf jeden Fall schön zart. Da kann ich so mit der Gabel. Ein bisschen Kraut dazu. Super lecker. Ja. Paprikapulver habe ich zwischendurch dann reingemacht, ja, und dann noch weiter köcheln lassen. Ihr könnt es entweder sofort reinmachen und dann alles in Ruhe köcheln lassen oder zwischendurch. Man guckt zwischendurch immer mal wieder so jede halbe Stunde rein. Einmal habe ich Brühe nachschütten müssen. Ansonsten habe ich den jetzt, ja, ich glaube fast 2,5 Stunden, 3 Stunden auf dem Grill stehen gehabt, noch zwischendurch telefoniert hier und da und dort. Ja. Wenn er auf kleiner Flamme steht, dann passiert da auch nichts. Zum Schluss einmal ein bisschen andrehen nochmal, damit es noch einmal alles aufkocht. Und dann ist alles gut. Ja. Als Beilage, es ist so lecker, als Beilage Graubrot mit Butter, ja, geht immer. Kartoffeln gehen auch. Nudeln finde ich jetzt suboptimal, kannst du aber auch machen, wenn es dir schmeckt, ja. Mein Gott, ist scheißegal, Hauptsache du trinkst danach noch ein leckeres Bier. So ist das, ne? Mir hat es gefallen, ich hoffe dir auch. Wenn ja, lass doch einen Daumen nach oben da. Noch einen netten Kommentar in die Kommentare, darüber freue ich mich am meisten. Und natürlich, wenn du diesen Kanal hier abonnierst, ja. Also, ne? Dann setz doch die Glocke, verpasst da auch nichts mehr. Und ich würde jetzt mal sagen, du Vizenia, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Boah, Kurwa, ist das lecker.